Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. The Killer, neues Harry Kane, zweite Team von den Trailblazer-Karten-Ründchen. Ja, Ladies, ey, wir machen heute ein geschmeidiges SBB um den guten Harry Kane. Ich habe dieses Jahr noch nicht so viel klobigere Stürmer, nenne ich den jetzt mal, vorne gespielt. Aber viele schwören da drauf. Ich bin sehr gespannt, was Harry Kane machen wird. Die Karte sieht nicht so schlecht aus. Und für die Aufnahme habe ich mir natürlich einen FC Bayern München-Fan geholt. Was geht, Tone? Alles klar? Hallo, hier ist Slim Shady auf Wish bestellt, mit einer Modric One-of-One in der Hand. Luca ist mein bester Freund. Ich habe ihn heute nicht im Team eingebaut. Die kann man, ne? Ich habe ihn nicht im Team eingebaut, das kann ich schon mal spoilern, Steini. Also nicht aufschreiben. Ich schreibe den trotzdem auf, ist mir egal. Und ich freue mich auf Harry Kane, Trailblazers. Sieht stabil aus. Und die Frage, Ich bin sehr gespannt. Also, der kann gut funktionieren. Schießt er 30 Tore in der Bundesliga, Steini? Ja. Okay, ich sage auch ja. Mal gucken. Mache ich mir keine Gedanken. Ladies, checkt die Folge auf jeden Fall bei Ton ab, da haben wir ebenfalls was aufgenommen. Checkt auch gerne die letzte Folge oder das letzte Video auf dem Kanal ab, da brauche ich nämlich euer Feedback, da haben wir mal so ein bisschen was Neues probiert. Format ist jetzt kein Rad neu erfinden, aber wir haben einfach noch was dazugenommen, was sonst immer gefehlt hat. Checkt es gerne ab. Ansonsten wäre ein Daumen nach oben, ein Träumchen ab auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast. Bliblablub. Tone, ich halt rein bei dir, würde ich sagen. Okidoki. Dann fangen wir an. Ich halt rein, ich habe nämlich direkt einen, habe ich nämlich sofort, habe ich einen. Hast du direkt einen? Ich habe links im Mittelfeld einen Spieler. Das ist ein Kumpel von mir, Kappa. Jamal Musiala links Mittelfeld. Den wusste ich, ja. Oh Mann, ich dachte, das ist vielleicht Kingsley Coman oder sowas. Und rechts Mittelfeld gehe ich mit Rodrigo, SBC. Der wird eh discardet heute, ich weiß es. Der ist super. Ah, ey, ich bin gar nicht auf Bayern-Spot oder sowas gegangen. Ich dachte mir, du gehst direkt so England-mäßig, machst du da vielleicht was mit Rashford und Cole. Aber so in Bayern-Spot-Sprache. Wie bei Trading. Ah. Ja, das Bayern-Ding, ja, Bayern-Spot. Weil wir gerade darüber geredet haben, der hält da seine One-of-One-Modric da rein. Musiala wahrscheinlich, da wird er ja gar nicht mehr aufnehmen brauchen. Die habe ich auch da. Ja, Rodrigo, machst du, ja. Ich werde dich abschießen heute, Alter. Okay, komm. Ja, kannst behalten. GG. Dann bist du dran, Steini. Zeig mal deine zwei wundervollen Mittelstürmer. Ich zeig mal, ich sag hasse nicht. Hab ich nicht, ne? Ich geh nämlich mit einer Icon. Smith. Alter, hast du die neue Smith geholt? Die Smith. Nee, keine, das ist eine Icon. Ach, die Smith. Die Smith. Ey, die hat immer eine Klasse, die haben nicht immer so Smith gesagt. Das waren aber immer Kelly Leute, heißt sie, glaube ich. Heißt sie Kelly? Kelly, ja. Kelly Smith, ja. Smith. Ja, und Mario Götze. Ja, ich habe Tevez und Antoine Griezmann. Ist gut. Ey, hast gut aufgeschrieben. Dürfen wir beides behalten. Bei Tone muss ich jetzt 2 ZMs und ein ZDM machen, ne? Du bei mir 3 ja. ZMs. Ja, genau. Also Modric, Goretzka und alles haben, Kimmich. Ne? Ja. Ich habe alles. Ich schreibe jetzt mal auf. Ich habe alles. Ich hab's gleich. Modric, Goretzka und Kimmich. Dann machen wir weiter, Freunde. Also, wir haben beide noch nichts getroffen. Ja. Das Ding ist, du bräuchtest halt auch links zu deinen deutschen Spieler Götze, zu deinem Harry Kane. Oder du machst halt gleich jetzt neues Fass auf. Ach so, ja, ich habe ein bisschen gehofft, dass du in der Liga bleibst. Scheiße. Und ich mache einen richtig... Der ist eigentlich sehr offensichtlich, aber irgendwie auch ekelhaft, der Move. Der kann aber sein, dass der mir jetzt um die Ohren fliegt. Ich bleibe in der deutschen Liga, aber in der Frauenliga. Ich gehe mit Stanway. Okay. Links habe ich mich nie lumpen lassen. Trailblazer Bellingham. Schade. Und rechts wird's jetzt ganz wild. Ich habe 10-mal heute in meinem Stream gehört. Der ist voll krass. Ich gehe mit Toni Kroos. Der ist voll krass. Aber der hat echt ein gutes Passspiel, glaube ich. Also so bad ist das. Ja, alle sagen. Deswegen ausprobieren. Ja, also dem fehlt halt ein Bein auf dem Spielfeld. Aber ich habe natürlich keinen Kroos. Ich habe Goretzka, Jamal Musiala und Jude Bellingham. What, Alter? Bro! Der muss raus. Hast du diesen Trailblazers? Ja! Sehr gut. Ich kaufe den, Alter. Der hat über 1 Million gekostet. Ja, GG. Ja. Ich lasse den erstmal stehen. Mann, ey, ich wollte den einmal zocken. Da kommt ein Joker rein, Stanley. Und zwar ein Torwart. Ja, dachte ich mir fast. Perfekt. Geiles Mittelfeld habe ich da auf jeden Fall. Ja, das war super. Scheiße! Gegen Bronze-Torwart. Aber der war auch zu offensichtlich, ey. Ja, aber ich bin bei dir. Ich habe 3-mal Modric aufgeschrieben. Okay, dann hast du ihn einmal auf jeden Fall getroffen. Wir gehen mit Luka Modric. Dann haben wir... Ich muss halt Rodrigo irgendwie linken. Dann haben wir Steven Gerrard. Und link den doch anders! Ey, und auf der 6 haben wir Ramirez. Der ist der beste Stelle. Den musst du spielen. Ja. Wenn du den im Mittelfeld hast, der staubsaugt dir alles weg in N'Golo Kanté in seiner Primezeit. Hast mich komplett gebumst, Alter. Kein also? Modric aufgeschrieben. Tchouaméni, Bellingham. Und wen hatte ich noch? Goretzka.
Ah, okay. Ey, ich habe gar keinen Modric, ich habe Madison. Das war Spaß. Ich dachte, den hast du safe. Ach, Madison, ja, den weiß ich nicht, wie der sich zocken lässt, der Madison, kam ich nie in Geschmack. Ja, kannst du alles behalten. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube doch sogar gegen dich. Ja, den habe ich dir abgeschossen. Sorry. Excuse me. Ja, gut. Wen hast du da jetzt? Madison, Ramirez und wer war das noch? Und Gerard. Ich hab und ich halte jetzt rein. Mahlzeit, Steini. Steini Fokus? Hält rein. Boah. Da ist doch der Fokus. Also, boah, ich habe ja vorne meine ganzen Geschütze aufgefahren. Das sieht schon sehr brutal aus, das Team. Jetzt habe ich hier, glaube ich, ein bisschen entspannter gebaut. Wir gehen erstmal mit Linksverteidigung Kamavinga. Okay, der kann auch links. Verteidigung ist ein bisschen undercover. Rechtsverteidigung, neue Special Card SBC. Also, was ist neu, aber vor ein paar Tagen rausgekommen. Es ist Hector Bellerin und den will ich ausprobieren. Ach, kannst du spielen. Mondi und Kimmich. Mondi und. Ah, okay, Kimmich war aber ein guter Call. Sag ich so, wie es ist. Mondi bist du auch ganz knapp. Ja, Mondi war knapp, aber. Na, der Kamavinga, ey. Ja. Traust du ihm dazu, sagst du? Nee, ich trau ihm, traust du ihm dazu. Natürlich, der kann das. Der hat 80 Tempo. Der ist wie gemacht auf der Position. Na gut, der muss halt gegen Toni Kroos, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob der da läuft. Ja, das stimmt auch wieder. Da wird er wahrscheinlich verlieren. Aber die Frage ist. Traust du dir eine Hero zu in der Verteidigung? Traue ich mir eine Hero zu? Ich hoffe halt wirklich, du hast Lisa Rasu aufgeschrieben. Denn wir gehen auf der rechten Seite mit Carvajal. Und links gehen wir mit Lisa Rasu. Hast du wirklich Lisa Rasu? Ich habe rechts Walker. Ich habe auch einen Kyle Haver. Digga, ich habe jetzt gerade den Namen gemischt. Ich habe Walker und Lisa Rasu. Steini, ich muss halt sagen, es gibt so Spieler, die passen zu dir, okay? Und Lisa Rasu ist definitiv... Bei dem habe ich mir gedacht, das ist offensichtlich unoffensichtlich. Ja, I know. Ich habe halt wirklich gehofft, dass du dieses England-Scheiß da mitnimmst. Ich weiß, was du meinst. Aber ich bin heute in deinem Kopf drin. Oh. Und ja, total. Und das ist der zweite Bronze-Spieler. Den nehme ich mit. Total. Oh, die linke Seite sieht echt nicht gut aus. Ja. Aber... EV, ich muss jetzt was treffen bei dir. Aber ist nicht schlimm, da so kommt... So schwer kann das nicht sein. Da kommt nur ein Rodrigo, der ist nicht so gut, der ist schlecht. Das ist... Irgendwas müssen wir jetzt hier... Ich überlege mir was. Wir sehen uns bei der EV und beim Keeper wieder. Das geht so nicht. Perfekt. Centerback, ey. Scheiße, ey. Wer hält zuerst rein? Muss jetzt reinhalten, du oder ich? Komm, ich halte für dich rein zuerst, komm. Okay. Tafel ist Lichtani. Let's go! Finale. Mach keinen Miesen. Ich... Geh... Die EV kannst du nicht haben. Also wenn du die IV hast, dann glaube ich hier an gar nichts mehr. Und zwar gehe ich in der IV richtig ekelhaft mit Bremer und Danilo. Du öffnest noch eine Liga. Du hast echt viele Ligen. Ja, und im Tor... Scheiße. Testing. Was? Warte mal. Hast du das Ding gesagt? Hä? Kommst du da überhaupt auf Fulcam mit Danilo und so jagen? Ja. Ich habe auf meiner Tafel, wieso habe ich den Joker schon benutzt? Ich habe Rüdiger, Hummels und Testegen. Ich bin heute wirklich... Also jetzt nicht, no homo, ich bin in dir drin. Ich bin in Steinen drin. In seinem Kopf aber nur. Nicht woanders, Freunde. Ich hätte auch einfach Courtois nehmen sollen, ich Idiot. Das Wobei, wäre Courtois voll, ich glaube... Ja, ich weiß nicht. Ach, Mann! Okay, das ist hart. Das war echt ein Call. Dumm! Da hast du jetzt einen Bronze-Torwart. Das ist auch nicht so geil. Muss man sagen. Ah, also ihr seht hier bei mir, es wäre voll. Der darf nicht spielen. Das ist hart. Tut echt weh. Bellingham darf nicht. Mhm. Das ist hier jetzt schon beim Teambau der komplette Bruch, Alter. Mein aber Team, jetzt, ich muss bei dir. Ich glaube nicht dran, aber. Ich sag dir ehrlich, das ist eins, also von den Spezialkarten, ist bis jetzt ein richtig geiles Team. Ja, aber, Steini, jetzt ist die Bremse ein bisschen drin. Jetzt dachte ich mir, lieber die Spieler behalten. Ich muss irgendwie den Bellerin auf Fullcam bekommen. Mache ich mit Perfect Link Marc Bartra. Goldcard. Dann habe ich Innenverteidigung. Gehe ich mit Rüdiger. Nicht so tief. Und im Tor habe ich wegen Madison, genau, muss ich noch einen Engländer nehmen. Und das ist einfach Pope. Auf entspannt. Und jetzt haben wir Fullcam. Diego Carlos, Nacho Fernandes und Pope. Nein, du warst nicht mehr. Testing. Ich dachte schon. Ey, das wäre hart. Aber das hättest du auch erraten können, theoretisch, aber... Ey, das ist aber... Hat er gut gebaut. Ja, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht heute fürs Team, muss ich sagen. Ja, das hat man gemerkt an dem Team. Hat er gut gemacht, kann ich nichts sagen. Bei mir waren viele Sachen wahrscheinlich zu offen. Ich habe gedacht, so bei Bellingham, der Preis schreckt ab. Dass du sagst, den wird er nicht spielen. Aber habe ich auch beim Aufschreiben überlegt und dachte, ey, komm, scheiß drauf, versuch's. Ich suche mal eben hier Spieler, die hier das geile Squad hier ergänzen können. So eine Scheiße, ey.
Der Burlingham. So, Freunde, dann zeige ich euch einmal das Team. Ich kann jetzt gleich noch einen Manager reinpacken. Der bringt mir aber auch gar nicht mal mehr so viel. Mhm. Nee, nicht wirklich. Aber ja, super. Super, dann lade ich Tone jetzt ein und dann gehen wir mal rein. Mal schauen, was das gibt hier. Oh. Aber was hast du denn hier Schönes? Ramirez. Oh. Oh. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, Herr Spät. Schön, schön. Wie findest du mein Team? Ist ganz geil, ne? Mit dem Bronze. Das ist auch gut, ja. Also gefallen mir ganz gut. Ja, ey, good game. Dann gehen wir rein. Der Bruder spielt heute so ein bisschen in seiner Prime. Ja. Was hast du denn für ein Stadion? Ich suche meine Prime. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ja, Wiki League. Ich habe heute schon so viel FIFA gespielt, ich kann das Spiel. Wenn man zu viel spielt, ist nicht gut. LOL! Was war das? What the fuck? Ey, war das groß? Ja! Das war der Ton. Holy! Ich dachte, er geht meilenweit drüber! Bro, das war einfach dein Groß, den du vorhin noch den deine Gemüte gelobt hat. Mit links, Weakfoot. Kennt er aber nicht. Krass. Bro, okay? Freunde, Stani ist empört. Ich bin echt im Elternhaus hier. Helfen Sie mir, Freunde. Falls ihr mir helfen könnt, das ist ein Zeichen im YouTube-Video. Let's go! Ich brauch Hilfe! Digga! Willst du ein Tor? Warte mal ganz kurz. Ja! Mario Götze! Ja gut, aber ein Torwartpatzer, ne? Der Torwart hat mitgespielt mit seinem Kopf, aber schau mal. Der... Ja, okay, der... Wie so eine Schildkröte! Ja, der Torwart mitgespielt, aber ich gönne den Seiten. Aber die Flanke war halt eigentlich für Kane. Hab ich drei von. Drei Gerards haben wir am Platz. Ja, Bronzespieler, alles klar. Stevie G! Alles klar. Der Bronzespieler. Der Bronzespieler, der echte. Okay, ich nehm's zurück. Er fühlt sich an wie eine Icon. Nein, das sind wir. Oh ja, Baby. Harry Kane. Let's go! Der Harry hat gechoked mit mir. Und fuck, es... Kein, du kriegst da immer den Falschen angewählt, wenn du den Spieler wechselst. Puh, richtig. Und weiter geht's. 2-2, Comeback. Und jetzt hat er Platz, jetzt hat er Platz. Gegen deinen Frühling. Frühling, wer bist du eigentlich? Wer bist du, Cousin? Bochumer Jo. Oh, da ist er. Wer bist du? Entschuldigung. Nein, nicht so, nicht so, nicht so! Was macht ihr denn, ihr Idioten? Hey, Donation. Diese Idioten! Das ist ein guter Tag, gell? Ich weiß auch nicht, ey. Jawohl, Harry Kane! Der muss ja nur den Ball wegpölen, ey. Oh, Harry! Ich dachte, du spielst unten raus, deswegen bin ich da mitgelaufen. Ah. Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass ich keinen wirklichen Keeper im Tor habe. Komm! Nein! Geh hin! Ja, Harry! Nein! Ja! Ach doch, ey, genau vor die Füße, Alter! Es ist so ein gebrauchter Tag heute. Ah, drei Discards haben wir jetzt. Ja, perfekt, was hier? Hallo? Nein. So schlecht. Der ist so schlecht. Ey, nur mal auf einmal, was ist das für eine Lücke in der Mitte, Alter? Wo rennen die denn hin? Ey, es hat so krank angefangen und dann holt mich der heutige Tag hier ein, Alter. G fucking G. GG, Dani. Oh Mann, ey, vier Stück, das kann teuer werden, ey. Ah. Ja, ich stell um. Ja, ich konnte ihn leider nicht so in Szene setzen im Bra, ey. Ja, die Smith war ein Dorn im Auge. Ja, du kannst... Jetzt kannst du. Ich kann. Was hast du überhaupt für eine Formation? Ich habe jetzt gar nichts gefühlt. 4-3-2-1. 4-3. Das Gute ist jetzt wieder, dass drei Bronze drin sind. Die Chance ist hoch, dass du da... 4-3-2-1. Alter, Leute, ich habe hier Schmerzen. Ich weiß nicht, ob das vom Zocken kommt. Ich habe heute 7-8 Stunden gezockt. Okay, ungelegt. 4-3-2-1, Steini. Boah. Wie mache ich das heute? Nehme ich eine Vierer-Abwehrreihe, nehme ich dein Mittelfeld plus irgendwas, nehme ich deinen Sturm oder nehme ich von irgendeiner Seite was? Du wirst halt, wenn ich vier von einer Seite zum Beispiel nehme, dann ist die Chance hoch, dass ich was treffe. Deswegen würde ich sagen, ich nehme dann rechten Verteidiger, rechter Innenverteidiger, rechter ZM und ich nehme rechten Mittelstürmer. Ich nehme einfach vier von der rechten Seite, da muss was dabei sein. Da muss ein Pick kommen. Ey, Bro, das Team war so gerupft eigentlich durch Bellingham. Es war wirklich gerupft. Hekeren, Bronze, Bremer Gold, Carvajal, Harry Kane. Der Harry. Wo war der Harry? Mittlerer ZM, 560k. Alter, mittlerer ZM? Den hab ich doch gar nicht genommen. Du hast den mittleren, rechten, Entschuldigung. Rechten ich ZM. Dachte, du, das Gale ist ein Spieler, den ich nicht mal gesagt habe. Nein, rechter ZM. Ich bin heute verwirrt, es tut mir leid.
Ich habe vielleicht ein ZM gesagt. Okay, da war wirklich auch vielleicht ein ZM. Ach du Scheiße. Vielleicht ein ZM, ja. Ja, ich schau den in der SPC. Super Tag, ey. Also die Aufnahme hier war ja halt wirklich der maximale Vollbruch. Vom Teambau bis über Gameplay. Mir noch Hoffnung machen mit schöne Tore. Ich hau den rein hier, dann kommt der weg hier. Das Freunde, Elend, ein Zone, Like ey. Ist gleich ein Mitleid für Steini. Supportet das Video. Das ist echt ein harter Tag. So, Freunde, hier ist er drin. Das ist 600k für so ein scheiß Gimminess hier, Alter. Das ist also... Also gesagt, ja, doch, ich möchte das gerne diskarden. Gimminess, was weiß ich, Alter, weil holländische Liga irgendeine Flöte, die du nicht linken kannst. Ich habe verstanden, für einen Skinny Messi. Santiago Gimminess, Alter. Gimminess auch für Klötze. Ja. Ach, ja, hey, so ist das. Mal gewinnst du, mal gewinnen die anderen. Das ist eine hervorragende Animation, die ich jetzt noch brauche. Harry Kane als Trade, hervorragend. Ladies, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier. Checkt auf jeden Fall das Video bei Ton ab und checkt das letzte Video ab. Da brauche ich euer Feedback. Könnt ihr mal gerne da lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und in diesem Sinne, ich werde ins Bett gehen jetzt. Der Tag, der muss schnell vorbeigehen für mich. Das ist nämlich heute nicht meiner. Ey, Tone, ich bedanke mich, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Freunde. Tschüss. Wir sehen uns heute.